Junge, Junge! Hallo ihr Lieben und willkommen bei der nächsten Episode Fang von A bis Z. Heute geht's auf die Baikal-Maräne. Dazu reise ich an die untere Tunguska, an den Spot 83100. Findet sich hier auf der Minimap bei D6. Ich werde stippen und meine Falcon TL 8 Meter Stippe benutzen. Ich habe eine 7,5 Kilo monophile Hauptschnur, ein 7,4 Kilogramm Fluorcarbon-Vorfach und benutze einen Berserker Hook Ridge Series S1 S7. Als Köder überlege ich, bin mir jetzt nicht so sicher, deshalb gucke ich einfach mal in den wöchentlichen Rekorden, auf was die Baikal-Marine im Moment so geht. Da sehe ich, der erste hat Mistwurm, Steinfliegenlarve, damit sollte die Entscheidung gefallen sein. Wir machen auch Mistwurm und Steinfliegenlarve dran. Ich fange mit einer Hakentiefe von 1,50 Meter an und auswerfen tue ich mit 60-70%. Wenn ich ehrlich bin, bin ich noch nie gezielt auf die Baikal-Marine gegangen. Darum klapper ich einfach die Spots ab, wo ich sie mal als Beifang auf der Matchroute hatte. Oh, der erste Fisch kommt rein. Kleine sibirische von 675 Gramm. Richtig schöner Fisch. Und nachdem ich mich dann durch die kleinen sibirischen und Pelletmarinen durchgeangelt hatte, war es dann endlich soweit. Der Zielfisch kam rein, die Baikal-Marine. Wirklich kein Riese, wenn man bedenkt, dass sie mit 6 Kilogramm erst Trophy ist. Werfen wir zum Abschluss noch einen Blick auf den Kescher. Ich habe in 32 Minuten 25 Fische gefangen. Zum größten Teil kleine sibirische Marinen und Pelletmarinen. Um den Zielfisch dann endlich zu fangen, habe ich ein bisschen weniger als eine halbe Stunde gebraucht. Und ehrlich gesagt bin ich heilfroh, dass ich ihn abgehakt habe. So, meine Lieben, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen ist ganz wichtig. Und wenn ihr mich mal live sehen wollt, könnt ihr mich auf twitch.tv/zungejunge besuchen. Bis dahin, stramme Schnüre.